Hallo, ich bin Lisa Jobt. Ich bin Schauspielerin und die Vorsitzende des Ensemble-Netzwerks. Das Ensemble-Netzwerk ist ein Verein, der sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen vornehmlich an den Landes-, Stadt- und Staatstheatern einsetzt. Aktuell kandidiere ich als Präsidentin für die GdBA. Das ist die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Das ist die Gewerkschaft, die für die künstlerisch Beschäftigten an vielen Theatern in Deutschland den Tarifvertrag aushandelt. In diesem Video erfahrt ihr, wer ich bin, was mein Verein und ich in den letzten 5, 6 Jahren alles so auf die Beine gestellt haben, warum ich Präsidentin werden will und was ich der GdBA für Impulse geben möchte. Ach ja, genau. Und warum eine Einstiegsgage von 3.000 Euro für BühnenkünstlerInnen mit Hochschulabschluss eigentlich viel zu wenig ist. Viel Spaß! Ich arbeite als freischaffende Schauspielerin für TV und Hörfunk. Und ich bin Mitglied des freien Theaterkollektivs das Rumpel-Pumpel-Theater. Beim Rumpel-Pumpel-Theater handelt es sich um einen alten Marktwagen aus dem Jahr 1968, den wir am Schauspielhaus Bochum zu einem Theaterwagen mit Spielfläche und handbetriebener Drehbühne haben umbauen lassen. Wir spielen damit auf Festivals und an Orten, wo man auf Leute trifft, die manchmal sogar noch nie im Theater waren. 2010 habe ich mein Schauspieldiplom an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig gemacht und war seitdem 8 Jahre an verschiedenen Stadttheatern fest und gelegentlich auch als Gast engagiert. Ich habe unseren Normalvertrag Solo, also so heißt der Teil des Tarifvertrags NV Bühne, der für SolistInnen wie mich zuständig ist, also am eigenen Leib erfahren. Ich habe all die Jahre sehr viel gearbeitet und war so wie viele meiner Kolleginnen eigentlich ständig pleite. Die aktuelle Mindestgage beträgt übrigens 2.000 Euro brutto. Da bleiben ca. 1.300 netto übrig. Das ist für BühnenkünstlerInnen mit Hochschulabschluss natürlich viel zu wenig. 2015 haben meine damalige Kollegin Johanna Lücke und ich an einem Küchentisch in Oldenburg aus einem positiven Impuls heraus das Ensemble-Netzwerk gegründet. Und seitdem haben sich Hunderte von Theaterschaffenden politisiert, zusammengeschlossen und setzen sich erfolgreich für ihre Belange ein. Und um sich zusammenzuschließen, habe ich mit ein paar weiteren Kolleginnen 3 verschiedene jährlich stattfindende kulturpolitische Konferenzen initiiert, deren künstlerische Leiterin ich bin bzw. war. Als erstes gab es 2015 die Konferenz konkret zur Rettung des Stadttheaters. Eine kleine konspirative Konferenz, auf der sich Gleichgesinnte getroffen haben, um konkrete Lösungen für die vielen, vielen Probleme zu finden, die wir am Theater haben. Und viele tolle Initiativen und Ideen haben sich dort wirklich entwickelt. Unter anderem die Aktion 40.000 TheatermitarbeiterInnen treffen ihre Abgeordneten, für die wir gemeinsam 2018 mit der Dramaturgischen Gesellschaft und dem Bund der Szenografen den Perspektivpreis des Deutschen Bühnenvereins entgegengenommen haben. Der Deutsche Bühnenverein ist die Arbeitgeberseite. Außerdem haben wir die bundesweite Ensembleversammlung erfunden. Eine Konferenz für Theaterschaffende rund um die Landesstadt- und Staatstheater, um sich über den Status quo der Arbeitsbedingungen auszutauschen und vor allem weiterzubilden. So etwas gab es vorher nämlich nicht, also haben wir es erfunden. Und seit 2018 kam dann auch noch Burning Issues dazu. Eine Konferenz über Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in den darstellenden Künsten, die ich zusammen mit der damaligen Schauspieldirektorin des Theaters Bonn, Nicola Bramkamp, initiiert habe. Seit 2020 hoste ich außerdem mit meinem Kollegen und sehr engem Freund Johannes Lange einen wöchentlich erscheinenden Podcast, wofür es sich zu losen lohnt, losen mit 3 O, über Schauspiel und wie es ist, wenn Träume auf die Realität treffen. 2015 ging ich nach meinem ersten Engagement am Schauspiel Essen und einem Jahr Freiberuflichkeit mit einem neuen Team ans Oldenburgische Staatstheater. Wir waren damals ein Ensemble, das sich neu konstituierte und in einer ersten Ensembleversammlung stellte ich die Frage: Was brauchen wir eigentlich, um künstlerisch arbeiten zu können? Das war eine Frage, die hatte uns SchauspielerInnen, SouffleurInnen und den Assistierenden noch nie jemand gestellt. Ich schlug also vor, die Samstagsproben abzuschaffen. Und wir stimmten ab und siehe da, alle wollten samstags frei haben. Man probt am Theater nämlich in der Regel von 10 bis 14 und von 18 bis 22 Uhr. Und das von montags bis samstags. An Sonn- und Feiertagen kommen dann auch noch Vorstellungen dazu und da bleibt eigentlich wenig Zeit für Privates. Es gibt auch in der Regel keine Arbeitszeiterfassung.
SchauspielerInnen lernen den Text vor und zwischen den Proben. Assistierende schreiben Probenpläne und Requisitenlisten auch in ihrer knappen Freizeit. In Endproben sitzen wir nach einem Durchlauf manchmal bis Mitternacht im Theater und besprechen Änderungen. Und das macht auch schon Spaß, aber auf die Dauer schlaucht es eben auch ganz schön. Wir stellten im Ensemble also eine Liste von Dingen zusammen, die wir benötigten, um gut arbeiten zu können. Und diese Liste haben wir dann mit unserer Spartenleitung nach und nach bearbeitet. Und siehe da, wir haben viele Dinge erreicht, von denen man vorher dachte, es sei unmöglich. Zum Beispiel das Minimieren der Samstagsproben oder das Kostümanproben in der Kernarbeitszeit stattfinden und nicht in unserer Freizeit. Und das Verblüffende war, es ging total einfach. Wir sind auf offene Ohren gestoßen, mussten keine Angst haben, dass die Theaterleitung uns für unsere Wünsche mit unangenehmen Konsequenzen bestrafen würde. Ich nenne das immer Angst vor künstlerischem Liebesentzug. Es ist nämlich so, dass unsere Verträge in der Regel jedes Jahr oder alle 2-3 Jahre nicht verlängert werden können. Und da überlegt man sich das natürlich dreimal, ob man sich mit seiner Theaterleitung anlegen will, denn die entscheidet sowohl über dein Einkommen als auch über deine künstlerische Karriere. Wir wussten damals, dass sich an den meisten Theatern viele Leute mit ähnlichen Themen herumschlagen und dass viel in den Kantinen gemeckert wird, aber sich die wenigsten trauen, die drängenden Themen anzusprechen und Lösungen zu finden. Und bei uns am Oldenburgischen Staatstheater ging es plötzlich so einfach. Wir haben dann eine Mail an alle Theater in Deutschland geschrieben, um uns zu vernetzen und von unseren tollen Ergebnissen zu berichten. Und die Reaktionen waren überwältigend. Wir bekamen hunderte von Mails zurück. Manche berichteten, dass sie Tränen in den Augen hatten. Und endlich passiert mal was. Ja, und was dann passierte, war wirklich gigantisch. Im ganzen Land wurden Ensembleversammlungen einberufen. Viele Theater reduzierten ebenfalls die Samstagsproben. Die Kolleginnen fingen an, über ihre Gagen zu sprechen. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf war plötzlich kein privates mehr, sondern ein strukturelles. Überlastung, die Ungleichbehandlung von Frauen auf und hinter der Bühne, das Drängen nach Diversität, Burnouts, Machtmissbrauch, die Frage, wie Mitbestimmung gestaltbar ist, ohne zu überlasten, und auch immer wieder die peinlich schlechte Bezahlung kam auf den Tisch. Ja, und schnell war klar, wir müssen uns treffen. Und so organisierten wir die erste bundesweite Ensembleversammlung am Theater Bonn. Ein riesiger Erfolg damals. Im Juni 2016 gründeten wir schließlich den Verein Ensemblenetzwerk e.V. Aus 2 Impulsgeberinnen am Küchentisch in Oldenburg ist schnell ein Vorstand von 8 Leuten geworden. Und hier kommen sie in alphabetischer Reihenfolge. Sören Fenner. Sören Fenner war früher Musical-Darsteller und ist heute Geschäftsführer von theapolis.de, der größten Theaterdatenbank und Jobbörse im deutschsprachigen Raum. Unter anderem bekannt dafür, komplexe kulturpolitische Nachrichten so aufzubereiten, dass KünstlerInnen sie auch verstehen können. Er ist Vorstand bei Art Bad Fair und gilt seit Jahren als Entrepreneur der KulturaktivistInnen. Er coacht Einzelpersonen und Gruppen aus Kultur und Politik, hilft ihnen, sich zu organisieren und kämpft seit Jahren für faire Arbeitsbedingungen. Man kann sagen, es ist seine Passion. Annika Happich. Annika Happich ist freischaffende Schauspielerin in Berlin. Sie ist die Mitbegründerin des jungen Ensemblenetzwerks, das die Interessen der Studierenden vertritt, und auch Schatzmeisterin bei uns. Das junge Ensemblenetzwerk, kurz JEN, ist wie ein Durchlauferhitzer, wie für einen Sack Flöhe. Denn jedes Jahr ändert sich die Kerngruppe und neue Leute steigen ein und andere steigen wieder aus. Das liegt ja in der Natur der Sache. Annika Happich hat es geschafft, dass sich diese bewegliche Gruppe stabil weiterentwickelt, eigenständig tolle Projekte vorantreibt und sich so gekonnt in die Zukunft bewegt. Johannes Lange. Mit Johannes Lange betreibe ich ja, wie gesagt, den Podcast Wofür es sich zu losen lohnt. Er ist ebenfalls freischaffender Schauspieler in Berlin und Mitglied des Rumpel-Pumpel-Theaters. Johannes ist seit Jahren mein wichtigster Denker in Sachen Kultur, Struktur und Irrsinn. Laura Kiene. Laura Kiene ist auch freischaffende Schauspielerin in Berlin. Sie ist außerdem studierte Dramaturgin und arbeitet als Programmmanagerin und im Business Development an der ESMT, European School of Management and Technology in Berlin. In der Serie Babylon Berlin spielt sie übrigens großartig die Schwester der Hauptdarstellerin. Und weil Laura Kiene eine so multitalentierte Verwandlungskünstlerin ist, wird sie auch hauptsächlich von ihren KollegInnen erkannt. Thomas Schmidt.
Thomas Schmidt ist Professor für Theater- und Orchestermanagement an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Frankfurt. Er ist der einzige Mensch, der in Deutschland zu den Themen Theater, Krise und Reform, wie übrigens eines seiner wichtigsten Bücher heißt, forscht. Neben seiner Forschung bildet er Theater- und OrchestermanagerInnen aus und coacht Teambewerbungen für Theater. Die bekannte Umfrage über Machtmissbrauch am Theater geht auf seine Initiative zurück. Ludwig von Otting. Ludwig von Otting ist Rentner, aber ein Rentner mit Geschichte. Er war nämlich zuletzt kaufmännischer Direktor am Thalia Theater in Hamburg. Er ist, wenn man so will, vom Saulus zum Paulus geworden und er hat die Seiten gewechselt. Ich bin damals durch das Wirtschaftsmagazin Brand 1 auf ihn aufmerksam geworden. Ein Jahr später war er Gründungsmitglied des Vereins Ensemble-Netzwerk. Einer seiner Lebensträume ist seitdem, einen Tarifvertrag zu entwickeln, der diesen Namen auch verdient hat. Und zum Schluss noch Sebastian Rudolph. Sebastian Rudolph ist zweiter Vorsitzender des Ensemble-Netzwerks, aktuell am Schauspielhaus Zürich engagiert. Er ist einer der wenigen sehr renommierten Schauspieler, der sich mit Interessenvertretungen beschäftigt und sogar schon im Aufsichtsrat des Thalia-Theaters war. Sebastian Rudolph war Schauspieler des Jahres und hat mit fast allem in der Branche gearbeitet, was Rang und Namen hat. Außerdem ist er natürlich regelmäßig in TV und Hörfunk zu sehen und zu hören. Wir acht treffen uns einmal in der Woche zum Jour fix, tauschen uns aus und treffen Entscheidungen. Aktuell haben wir über 950 Mitglieder mit einer Altersspanne von 17 bis 77. In Berlin haben wir eine Geschäftsstelle, also ein Büro, in dem zwei Geschäftsführerinnen arbeiten. Außerdem unterstützt uns ein dreiköpfiges Social-Media-Team. Insgesamt haben wir mit Geschäftsleitung, Assistenz der Geschäftsleitung und Social-Media-Team 5 bis 6 freie MitarbeiterInnen. Unser achtköpfiger Vorstand blieb also nicht lange alleine. Nach einem Besuch auf der Konferenz Konkret, der Konferenz zur Rettung des Stadttheaters, gründete sich das junge Ensemble-Netzwerk. Nach einer weiteren KK kam das Regienetzwerk dazu und nach wieder einer weiteren KK das Dramaturgienetzwerk. So waren wir schon ein Ensemble-Netzwerk mit 3 weiteren Netzwerken. Aber auch wir blieben nicht lang allein. Dazu gesellte sich wiederum das Assistierende-Netzwerk, das BPOC-Netzwerk, das Theaterautorinnen-Netzwerk und zuletzt das Vermittlungsnetzwerk. Aktuell sind wir 7 Netzwerke. Diese Gruppen arbeiten selbstständig unter den Flügeln des Ensemble-Netzwerks und erarbeiten Ziele, Berufsstandsbeschreibungen, sie veranstalten Treffen, vernetzen sich, sie starten Umfragen und engagieren sich ehrenamtlich für die Zukunft unserer Branche. Diese Netzwerke teilen unsere Ziele 3000, denn das ist die Bedingung, um sich bei uns zu engagieren. Geld, Zeit, Teilhabe, Respekt. Geld, Zeit, Teilhabe, Respekt. Bevor ich zu den Zielen 3000 komme, möchte ich einen wirklich wichtigen Punkt meiner Geschichte beschreiben, der einen wesentlichen Teil meiner intrinsischen Motivation ausmacht. Es ist die Gagenungerechtigkeit. Ich habe in meinem Erstengagement 2000 Euro brutto verdient und hatte mich nach 3 Jahren auf 2300 Euro hochgearbeitet. Als ich in mein zweites Engagement nach Oldenburg kam, wurden mir wieder 2000 Euro angeboten, obwohl ich doch nun keine Anfängerin mehr war. Warum ging das? Nicht, weil meine Chefs so geizig waren, waren sie nämlich überhaupt nicht, sondern sehr nett. Sondern weil wir im Tarifvertrag keine Gagentabelle haben. Es gibt kein rechtlich verbindliches System, das ein Mindestgagenstufensystem beschreibt, das also festlegt, was man mindestens verdienen müsste in Anbetracht von Qualifikation und Berufserfahrung, so wie das zum Beispiel in der Entgelttabelle des öffentlichen Dienstes ist. Es ist so, dass SolistInnen an jedem Theater ihre Gage neu verhandeln müssen. Und das bedeutet, es liegt am Verhandlungsgeschick jedes einzelnen Menschen. Und das ist natürlich ungerecht, denn das können nicht alle gleich gut. Aber was ist denn eigentlich diese Entgelttabelle des öffentlichen Dienstes? Alle Menschen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund, einem Bundesland oder einer öffentlichen Einrichtung in einer Kommune oder einem Landkreis stehen, werden entweder mit dem TVL, dem Tarifvertrag der Länder, also der Bundesländer, oder dem TVÖD, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, bezahlt. Ein Theater ist eine öffentliche Einrichtung, die auch öffentlich gefördert wird, also ist ein Theater ein Arbeitgeber aus diesem Bereich.
Im TVL oder TVÖD gibt es eine sogenannte Entgelttabelle, in der Menschen nach Qualifikation und Berufsjahren eingestuft werden. Und je höher die Qualifikation, desto höher wird man eingestuft. Logisch. Unsere aktuelle Mindestgage für SolistInnen ist ja 2000 Euro brutto. Schauen wir uns doch mal an, wo wir im TVL oder TVÖD mit 2000 Euro brutto liegen. Dazu google ich öffentlicher Dienst und lande auf öffentlicher-dienst.info. Ich schaue mir zuerst mal die Entgelttabelle des TVL an. Dazu klicke ich auf TVL Allgemeiner Teil und klicke auf die Entgelttabelle 2021. Die linke Reihe von E1 bis E15 beschreibt die Einordnung des Verdienstes nach Qualifikation. Die oberen Zahlen von 1 bis 6 beschreiben die Entgeltstufen. Je nach Entgeltgruppe rutscht man nämlich alle paar Jahre automatisch und ohne Gender Pay Gap in eine höhere Stufe. Gucken wir also mal, wo wir mit unserer Mindestgage von 2000 Euro stehen. Irgendwo im Bereich E1. Schauen wir uns also mal an, mit welcher Qualifikation man bei E1 eingestuft wird. Dazu gehen wir wieder zur Übersicht des TVL, allgemein, und scrollen runter bis zum Punkt Entgeltgruppen. Hier sieht man die Eingruppierungsbeispiele. E1 bis E4 gilt für Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. E1 ist zum Beispiel für Boten und Küchenhilfen. Nichts gegen BotInnen und Küchenhilfen, aber die meisten von uns haben in der Regel einen Hochschulabschluss. Ich zum Beispiel musste 10-mal vorsprechen, bis ich als eine von 1.100 BewerberInnen in Leipzig genommen wurde. Und nach 4 Jahren Studium habe ich mit Diplom abgeschlossen. So wie es zum Beispiel TänzerInnen und OpernsängerInnen auch machen. Wir alle werden in aufwendigen Verfahren ausgesiebt, um überhaupt einen Platz an einer Hochschule zu bekommen. Und um dann ein Engagement zu bekommen, werden wir wieder in aufwendigen Vorsprechen und Auditions ausgesiebt. Das Studium von OpernsängerInnen geht übrigens mitunter bis zu 6 Jahren. Auch unsere KollegInnen in der Theaterpädagogik, Kunstvermittlung, Dramaturgie oder Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise haben meist einen Hochschulabschluss in der Tasche. Wo werden also Menschen mit Hochschulabschluss eingruppiert? Hier, zwischen E9 und E12. Da sind Menschen mit Bachelor- oder abgeschlossener Fachhochschulausbildung. Gucken wir also nochmal, wie hoch das Entgelt bei E9 ist und was wir eigentlich verdienen müssten. Dazu gucken wir uns die Entgelttabelle 2021 nochmal an. 3.051,16 Euro. Wow! Und das nur im ersten Berufsjahr. So, und das war jetzt der Tarifvertrag der Länder. Schauen wir uns nochmal an, wie es im Bereich des öffentlichen Dienstes in den Kommunen aussieht. Dazu klicken wir auf TVÖD. Und gehen zu TVÖD VKA. Schauen wir uns kurz die Definition von E1 an. E1 bis E4 ist für An- und Ungelernte. E9A ist für Menschen mit mindestens 3-jähriger Lehre. Und wir studierten BühnenkünstlerInnen werden zwischen E9B und E12 eingruppiert. Auf kommunaler Ebene wurde die Gruppe E9 also weiter ausdifferenziert. Wir sind also mindestens E9B. Schauen wir uns die Entgelttabelle 2021 an. Wow, E9B liegt bei 3.124,70 Euro. Und jetzt kommt der Grund, warum 3.000 Euro für BühnenkünstlerInnen eigentlich viel zu wenig ist. Denn diese Entgeltordnung bezieht sich in der Regel auf eine Wochenarbeitszeit von 38,5 bis 40 Stunden die Woche. Wir BühnenkünstlerInnen haben aber keine Arbeitszeit in unseren Verträgen festgeschrieben. Wir fallen unter das Arbeitszeitgesetz, das besagt, dass wir 48 Stunden pro Woche arbeiten dürfen. Außerdem arbeiten wir an Sonn- und Feiertagen und proben unter der Woche im zweigeteilten Dienst, also in der Regel von 10 bis 14 und von 18 bis 22 Uhr oder eben länger. Um die Sonn- und Feiertagsarbeit und den zweigeteilten Dienst auszugleichen, bekommen die meisten KollegInnen aus dem nicht-künstlerischen Bereich, wie zum Beispiel der Technik, eine sogenannte TBZ. Das ist die Theaterbetriebszulage. Je nach Entgeltgruppe und nach landesbezirklichen Tarifverträgen, also das wird von Theater zu Theater unterschiedlich ausgehandelt, liegt die TBZ zwischen 11% und 22% der ersten Stufe des Gehalts. Als Rechenbeispiel nehmen wir mal das Oldenburgische Staatstheater und das Staatstheater Braunschweig. An diesen Häusern liegt die TBZ der Entgeltgruppe 9 bei 13%. Das sind 396,65 Euro.
die auf die Mindestgage von 3.051,16 Euro draufkommen müssten. Macht insgesamt knapp 3.447,81 Euro, also roundabout 3.450 Euro. Und das nur im ersten Berufsjahr. Was ist also zu tun? Ich schlage also vor, dass wir die Vergütung an den Landes-, Stadt- und Staatstheatern völlig neu denken. Meiner Meinung nach brauchen wir eine Gagenkommission aus ExpertInnen verschiedener Verbände, die ein absolut neues, gerechtes und gleichzeitig flexibles Gagensystem entwickeln. Ein System, das sich an die Entgelttabellen des öffentlichen Dienstes anlehnt und doch zum Beispiel Platz lässt, um künstlerische Exzellenzen besonders zu vergüten. Ein System, das auf die verschiedenen Berufsgruppen mit ihren Qualifikationen und Verantwortungen individueller eingeht. Das ist doch kein Problem, ein neues Gagensystem. Laut einer Statistik des Deutschen Bühnenvereins haben in den letzten 30 Jahren ca. 50% weniger KünstlerInnen 50% mehr Produktion für 50% weniger Gehalt gemacht. Die Zahlen divergieren von Bundesland zu Bundesland, aber als Faustregel kann man sich diesen Zustand vielleicht ganz gut merken. Währenddessen sind übrigens die Gehälter der nicht-künstlerischen Kolleginnen gestiegen. Der Vorstand des Ensemble-Netzwerks hat 2017 als Fundament für faire Arbeitsbedingungen die Ziele 3000 entwickelt. Die sind als erster Grundstein gedacht, als Diskussionsvorlage, auf der man aufbauen kann. Hier kommt ein kleiner Auszug. Erstens, Einstiegsgage 3000 Euro. Man sieht, die Welt verändert sich, unsere Ziele müssten es auch mal wieder. Denn E9 mit TBZ liegt ja mittlerweile, wie wir wissen, bei weit über 3000 Euro. Zweitens, Einführung eines Mindestgagenstufensystems, damit Menschen mit Berufserfahrung im Laufe der Jahre automatisch mehr verdienen und nicht weniger. Ein System, das nach oben offen ist, um künstlerische Exzellenz besonders zu vergüten. Drittens, berufsspezifische Pauschalen für Vor- und Nacharbeiten, wie zum Beispiel Stimme warm machen, Körper warm machen, Text lernen, abduschen von Körperschminke und so weiter. Und ein Hinweis von mir, diese Pauschalen könnten mit einem Äquivalent zur TBZ vielleicht abgegolten werden. Viertens, Ausgleich für Kinderbetreuungskosten. Wir Theaterleute paaren uns ja gerne intern, ist ja auch kein Wunder, weil wir sind ja auch ständig im Theater. Und da viele von uns in der Regel alle paar Jahre umziehen, muss man sich ein soziales Netz an jeder Station wieder neu knüpfen. Wer regelmäßig abends arbeitet, muss also einen Zuschuss zur Kinderbetreuung bekommen. Fünftens, 5 probenfreie Tage nach der Premiere. Eine Premiere ist nie Routine und für alle Beteiligten ein großer Kraftakt. Es ist vielleicht vergleichbar mit einer wichtigen Prüfung, die man hat. Man ist so wie in einem Tunnel und denkt nur noch an die Prüfung. Alles andere ist nebensächlich. Dementsprechend braucht man Zeit, um Körper, Geist, Wohnung, Familie und Altglasflaschen wieder in Einklang miteinander zu bringen. Sechstens, Schutz vor Nichtverlängerung bis ein Jahr nach Ablauf der Elternzeit. Bei uns am Theater gibt es keine Kündigungen, man spricht von Nichtverlängerungen. Die Verträge haben in der Regel eine Laufzeit von 1 bis 2 Jahren. Ein Kind zu bekommen ist für ein Elternpaar und Alleinerziehende eine der größten Herausforderungen ihres Lebens. Und sie müssen die Chance bekommen, sich nach dieser Lebensumstellung wieder körperlich und künstlerisch zu orientieren und sollten daher ein Jahr nach Ende der Elternzeit Zeit bekommen, um Kind und Karriere miteinander so gut es geht zu synchronisieren. Nichtverlängerung bei Intendantenwechsel. Der Nichtverlängerungsgrund Intendantenwechsel muss völlig neu diskutiert werden. Wenn ein Leitungswechsel an einem Theater ansteht, dann können alle künstlerisch Beschäftigten nicht verlängert werden. Es gibt nur ein Anhörungsgespräch, aber das ist in den meisten Fällen eher eine unangenehme Formalie für alle Beteiligten. Das führt dazu, dass die KünstlerInnen sich nicht nur nach neuen Jobs umsehen müssen, sondern meist folgt darauf auch ein Umzug. Den bezahlt das Arbeitsamt übrigens nur, wenn man die Aussicht auf eine sozialversicherungspflichtige Anstellung hat. Naja, und wer hat das schon, wenn er nah oder sie nach Berlin ziehen möchte? Wer Kinder hat, muss sie aus ihrem sozialen Umfeld entwurzeln und in der neuen Stadt einen Kita-Platz finden oder auch eine geeignete Schule und neue Freunde, Freundinnen. Wir schlagen bei Nichtverlängerungen, bei Intendantenwechsel eine Abfindung von einer Jahresgage vor, damit ein Start in ein neues Leben ein bisschen reibungsloser funktionieren kann.
Ensemblevertretung. EnsemblesprecherInnen müssen ein Informations-, Diskussions- und Beratungsrecht bei künstlerischen, sozialen und organisatorischen Fragen haben. Damit sie sich geschützt für ihr Ensemble einsetzen können, müssen sie während ihrer Amtszeit und bis 2 Jahre danach vor Nichtverlängerungen geschützt werden. Denn wer lehnt sich schon gerne aus dem Fenster für seine KollegInnen, wenn man befürchten muss, für sein Engagement Konsequenzen befürchten zu müssen? Baby, ich will für dich singen. Eigentlich landet jede Diskussion über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen am Ende bei demselben Punkt. Die Politik muss informiert werden, die Politik muss mit ins Boot, die Politik muss handeln. Gemeinsam mit der Dramaturgischen Gesellschaft und dem Bund der Szenografen haben wir eine Aktion ins Leben gerufen, die das Ziel hat, die Politik, also die Abgeordneten, über die Arbeitsbedingungen zu informieren und ihnen klarzumachen, welche Bedeutung Theater für die Stadtgesellschaft hat. Das Regie- und Dramaturgienetzwerk, die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft und die GdBA und der Deutsche Bühnenverein unterstützen diese Aktion. Damit PolitikerInnen die richtigen Entscheidungen treffen und Theater als Verbündete im Erhalt der Demokratie sehen können, damit sie begreifen, wie wir arbeiten, ist ein persönliches Gespräch eine wirklich vielversprechende Netzwerkarbeit, auch im Kampf gegen rechts. Die Aktion 40.000 TheatermitarbeiterInnen treffen ihre Abgeordneten befähigt seit 2017 ganz normale TheatermitarbeiterInnen, sich als Expertinnen ihres Faches zu begreifen und sich als Sachverständige auf dem politischen Parkett willkommen zu fühlen. Jedes Jahr bekommt die Aktion einen neuen Schliff. Mal heißt es 40.000 Einladungen, die Abgeordneten wurden da ins Theater eingeladen, oder 40.000 Briefe, die Abgeordneten bekamen Briefe mit den Hinweisen, wie man mit KünstlerInnen während der Pandemie umgehen sollte, nämlich bezahlen. Ja, und man sieht, das Potenzial dieser Aktion ist noch längst nicht erschöpft. Gerade durch die Corona-Pandemie und die nicht abschätzbaren finanziellen Folgen müssen wir intellektuell und personell bei dieser Aktion noch mal richtig neu aufrüsten. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass Gespräche und die damit verbundenen sinnlichen und faktischen Eindrücke sehr wirksam sind. Und dies ist mein erster Impuls für die GdBA. Dezentrale und konzentrierte Lobbyarbeit. So, jetzt habt ihr einen groben Überblick bekommen, was meine KollegInnen und ich bisher so auf die Beine gestellt haben. Ausführliche Informationen über diese und noch viele weitere Themen bekommt ihr demnächst auf dem YouTube-Kanal des Ensemble-Netzwerks. Jetzt möchte ich euch vorstellen, welche Impulse ich der GdBA geben möchte. Durch die gemeinsame Kraft dieser Gewerkschaft wird der Zusammenhalt gefestigt wie drei Wettertaft. Während der Corona-Krise, aber auch schon davor, traf es die Freischaffenden immer am härtesten. Der Begriff freischaffend beinhaltet mehrere Beschäftigungsgruppen. Ein Teil der Freischaffenden teilt sich auf in Solo-Selbstständige. Das sind zum Beispiel RegisseurInnen, Bühnen- und KostümbildnerInnen, ChoreografInnen, TheatermusikerInnen. Sie arbeiten mit Werkverträgen oder stellen Rechnungen und kommen in die Künstlersozialkasse. Und der andere Teil der Freischaffenden sind die kurzfristig Beschäftigten, wie zum Beispiel GastschauspielerInnen oder GastsängerInnen. Sie führen von ihrem Gehalt Sozialabgaben ab und arbeiten weisungsgebunden, weshalb sie nicht in die KSK kommen. Noch nicht. Diese Diskussion müsste man zukünftig auf höchster politischer Ebene führen, denn da gibt es Reformbedarf. Der Vollständigkeit halber seien hier noch die unständig Beschäftigten erwähnt, wie es zum Beispiel in der Synchronbranche üblich ist. Ich fokussiere mich jetzt auf die Solo-Selbstständigen und die befristet Beschäftigten. Aktuell brauchen diese beiden Gruppen unterschiedliche Modalitäten. Die Solo-Selbstständigen brauchen gute Musterverträge, damit sie nicht an jedem Theater ihre Gage neu verhandeln müssen. Und eine festgelegte Honoraruntergrenze, wie es der Bundesverband der freien darstellenden Künste bereits vorgibt. Und die kurzfristig Beschäftigten brauchen ein Gastrecht, das ihnen die Vorzüge einer Arbeitnehmerposition ermöglicht, wie zum Beispiel Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kurzarbeitergeld und auch angemessene Mindestgagen. Es ist davon auszugehen, dass die Gruppe der Freischaffenden demnächst in die verschiedenen Organe der GdBA offiziell implementiert wird. Die Freischaffenden machen übrigens den Großteil der Mitglieder aus, sie haben aktuell aber am wenigsten Rechte. Was haben eine Oberspielleiterin, ein Maskenbildner, eine Disponentin und ein Schauspieler gemeinsam? Richtig, sie sind in der Berufsgruppe Solo, obwohl sie doch im Berufsalltag sehr unterschiedliche Herausforderungen meistern müssen. Die GdBA hat aktuell 4 Berufsgruppen: Solo, Tanz,
ATUV und Opernchor. Diese Berufsgruppen drücken sich im Tarifvertrag in Sonderregelungen aus. Und zu dem Sammelbecken Berufsgruppe möchte ich ergänzend Departments einführen. Departments sind dafür da, dass sich die einzelnen Spezialistinnen ihres Faches in Expertinnenrunden treffen können, um einen überregionalen Realitäts-Check-up zu machen. Es ist doch immer wieder sehr erhellend, wenn man sich mit anderen KollegInnen tiefergehend über die raffinierten Einzelheiten seines Berufsalltags austauscht. Das Wort Departments, habe ich übrigens beim Film geliehen. Es gibt ja immer wieder Leute, die nicht wissen, dass es die GdBA überhaupt gibt oder was GdBA überhaupt bedeutet. Außerdem ist es so, dass jedes Jahr Hunderte von AbsolventInnen verschiedenster Hochschulen an die Theater gespült werden. Und diese AbsolventInnen sind auch meist sehr gut in Handwerk und Ästhetik ausgebildet, aber es fehlt ihnen häufig leider das Branchenwissen. Was also tun? Ich schlage vor, dass die GdBA einen YouTube-Kanal entwickelt, der in einfacher Sprache erklärt, was sie macht, wie sie strukturiert ist und welche Themen sie beschäftigt. So könnten wir dafür sorgen, dass das Bildungsniveau innerhalb der GdBA steigt. Viele Menschen informieren sich außerdem über die sozialen Medien. Die GdBA braucht also dringend einen Instagram-Kanal. Instagram wird häufig auch wie eine Suchmaschine verwendet. Es wäre sehr schade, wenn wir diese Suchmaschine nicht nutzen würden. Durch Instagram lassen sich Fakten, Veranstaltungen und News sehr gut distribuieren, genauso wie bei einem Facebook-Kanal. Und dann wäre da noch das Thema Podcasts. Podcasts sind für alle, die es nicht wissen, kleine Radioshows, die jeder Mensch selber herstellen kann, wenn er sich ein bisschen reinfuchst. Podcasts sind eine fantastische Möglichkeit, Inhalte zu platzieren, Interviews zu führen, also einfach Raum zu geben für Themen und Menschen. Das ist Wissen to go sozusagen. Wie wäre es, wenn sich alle Gewerkschaftsmitglieder einmal im Jahr treffen? Aktuell gibt es nämlich keinen Ort, an dem das passiert. In den Lokalverbänden treffen sich hauptsächlich die Mitglieder des jeweiligen Theaters. Bei den Landesverbandstreffen kommen die sogenannten Obleute der Lokalverbände zusammen. Bei den Freischaffenden-Treffs sehen sich nur die Freischaffenden. Und beim Genossenschaftstag treffen sich nur die Delegierten und ein paar Interessierte. Klingt ein bisschen kompliziert, ich weiß. Wie wäre es, wenn wir ein Branchentreffen am Rande des Berliner Theatertreffens etablieren? Das Berliner Theatertreffen gilt als das beste Treffen der Schauspielbranche. Es findet einmal im Jahr statt und zeigt die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen. Beim Theatertreffen haben allerdings viele das Gefühl, und ich bin mal wieder nicht eingeladen. Aber wenn zum Beispiel Berlinale ist, das beste Treffen der Filmbranche, dann fährt alles nach Berlin und Berlin platzt aus allen Nähten vor Agenturempfängen und Events. Und ich finde, so sollten wir es auch machen. Und ich finde, wer sich ehrenamtlich engagiert, der muss auch feiern können. Ein Branchentreff ist die ideale Gelegenheit, um Kontakte auszutauschen und sich zu vernetzen. Um die Gewerkschaftsbasis zu einem stabilen Fundament für bessere Arbeitsbedingungen zu machen. Zusammenkommen, Kontakte und Geschichten austauschen, sich persönlich sehen, zusammen tanzen, das ist doch der Kitt, der uns zusammenhält. Als ich 2010 am Theater gestartet bin, wusste ich nicht, was der Unterschied zwischen meinem zweiseitigen Arbeitsvertrag und dem NV Bühne ist. Niemand hat es mir erklärt. Ich wusste nicht, was der Unterschied zwischen freier Szene und Freischaffendsein ist. Ich wusste nicht, wie man als Künstlerin ohne festes Theaterengagement überhaupt überleben kann. Wissen schützt ja bekanntlich vor Frust und Armut. Und daher schlage ich vor, dass wir ein Bildungsinstitut an die GdBA andocken, um dort hochwertige Fortbildungen anzubieten. Wie wäre es mit Workshops, die Spaß machen und bilden? Zum Beispiel zu diesen Themen. Altersvorsorge, Bayerische Versorgungskammer, Gagen verhandeln, Antirassismus, NV Bühne für EinsteigerInnen, Transitionsbegleitung für TänzerInnen, Buchhaltung für KünstlerInnen, Umgang bei Machtmissbrauch, Licht, Schnitt, Ton, alles, was man fürs Home Recording wissen muss. Denkbar wäre auch, dass Mitglieder selber Workshops anbieten und sich so vielleicht in ihren ersten freischaffenden Jahren etwas dazu verdienen könnten. Als
Als ich mich damals das erste Mal wissentlich mit der GdBA beschäftigt habe, habe ich nichts verstanden. Gewerkschaftssprech ist mir fremd gewesen. Worte wie Obmann oder Obfrau fand ich sogar richtig abschreckend. Unter Lokalverband, Landesverband, Hauptvorstand, NV-Bühne Sonderregelungen konnte ich mir gar nichts vorstellen. Mein Hass damals waren die Samstagsproben und die spiegelten sich nirgendwo wieder. Stücke mit Körperschminke fand ich toll, aber das lange Duschen und das späte ins Bett kommen, das hat mich total genervt. Und dass ich ständig im Dispo war, hielt ich für mein eigenes privates Vergehen. Warum musste ich auch so viel Geld in der Kantine ausgeben? Ich erzähle das deshalb, um zu zeigen, dass ich damals nicht fähig war, meine vermeintlich privaten Probleme auf der strukturellen Ebene zu analysieren. Denn dahinter stecken natürlich die Themen Arbeitszeitregelung und Vergütung. Ich wusste nicht, wozu eine Gewerkschaft mir helfen könnte, dass sich meine private Situation verbessert. Und deswegen schlage ich vor, dass wir einen Rat der Jüngsten installieren. Sie sollen uns ein Seismograf sein, dass wir den Nachwuchs dort abholen, wo er steht. Und die GdBA kann ihren Schirm schützend über diesen Newcomern aufspannen und dafür sorgen, dass der Rat der Jüngsten uns mit aktuellen Themen versorgt und up-to-date hält. Außerdem braucht diese Gruppe dringend anständige Kooperationsverträge während ihrer Studienzeit. Das ist aktuell ein undurchsichtiges Feld, in das dringend Ordnung reingebracht werden muss. Studium oder Pension in jeder Situation. Genauso wie ein Rat der Jüngsten brauchen wir am selben Tisch einen Rat der Ältesten. Der Rat der Ältesten soll uns informieren, wie es sich mit der aktuellen Altersvorsorge lebt. Der Rat der Ältesten soll uns sagen, wenn wir ihn durch die Digitalisierung abhängen. Er soll uns Tipps geben, was seine Mitglieder brauchen, um weiterhin am Ball zu bleiben. Der Rat der Ältesten hat einen sehr guten Überblick darüber, wie sich unsere Berufe und das Theatermachen an sich im Laufe der Jahre verändert haben. Er soll uns auch diesbezüglich ein Seismograf sein und gemeinsam schützt vor Einsam. Im besten Fall kann die GdBA, also die Mitglieder, die Funktionäre, die Veranstaltungen, die ganze Gemeinschaft, eine Instanz sein, die dich am Anfang deines Studiums abholt, dich durch das Berufsleben begleitet, in der Pensionierung und im Alter weiter für dich da ist, bis deine Todesanzeige im Fachmagazin veröffentlicht wurde. Eine Karriere ist ja etwas sehr Individuelles und besteht aus der Summe ihrer Einzelteile. Wie wäre es also, wenn man außerhalb seiner eigenen Karriere mit den vielen Stationen, die das mit sich bringt, eine Gewerkschaft im Rücken hat, die sich nach Gemeinschaft anfühlt? Eine Gruppe ohne Branchendünkel, die dich aufnimmt, weil du dazugehörst, mit all deinen Nöten, mit all deinen Sorgen, mit all deinen Ängsten. Ob du studierend bist oder in Rente, ob du bekannt bist oder unbekannt, ob du Hartz IV bekommst oder zum Theatertreffen eingeladen bist. Menschen mit marginalisierten Perspektiven müssen von der GdBA angesprochen werden, auch wenn sie noch kein Mitglied sind. Die Mitglieder müssen ihnen zeigen, welche Möglichkeiten ihnen die GdBA überhaupt bieten kann, Dinge zu verändern oder sie überhaupt erstmal sichtbar zu machen. Wenn wir Departments hätten, könnte man zum Beispiel sagen, gründe doch ein Department, dann kannst du dich bundesweit vernetzen und konkrete Änderungsvorschläge machen, die dann in die Gremien getragen werden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Department gegen Diskriminierung? Oder einem Trans-Department oder ein Department für Menschen mit Behinderungen. Und wo wir schon dabei sind, die Departments über die Job-Description hinaus zu erweitern, wie wäre es mit einem Department for Future, das sich mit Umweltschutz am Theater befasst? Englische Übersetzungen. Um allen Mitgliedern die Chance zu geben, auch wirklich dazuzugehören und zu verstehen, müssen wir englische Übersetzungen anbieten. Gerade im Bereich Tanz- und Musiktheater sind viele Mitglieder aus einem internationalen Kontext. Wir müssen sie einladen, dass die GdBA ein Ort auch für ihre Bedürfnisse und Fragen ist. Die VertreterInnen der GdBA müssen geschult werden und sich als AnsprechpartnerInnen für Politik, Medien und andere Verbände verstehen. Die Mitglieder der GdBA sollten den VertreterInnen so gut sie können unter die Arme greifen, ihnen helfen, sich zu vernetzen oder auch sie zu Terminen begleiten. Die VertreterInnen brauchen gutes Informationsmaterial auf Deutsch und Englisch. Dazu gehören auch visuell ansprechende Leporellos oder Broschüren und moderne Präsentationen, um vor Ort Informationsveranstaltungen durchführen zu können. Es wäre toll, wenn man GdBA-Veranstaltungen nicht mit dem Gefühl verlässt, boah, war das anstrengend und langweilig, sondern wow, das war wirklich interessant.
Wie ihr seht, es gibt viel zu tun. Durch die Bekanntgabe meiner Kandidatur sind viele Menschen in die GdBA eingetreten, weil sie damit die Hoffnung verbinden, dass sich grundlegende Dinge endlich ändern. Es haben sich auch viele neue Lokalverbände gegründet, auch an großen und renommierten Theatern, wie zum Beispiel der Schaubühne in Berlin. Das liegt daran, dass wir seit 2015 die Menschen ehrenamtlich gebildet, politisiert, beraten und empowert haben. Ich trete an mit einer Modernisierungsagenda, die das, was funktioniert hat, bewahren will und den Rest erweitern und modernisieren möchte. Wenn ihr das auch möchtet, dann teilt dieses Video, damit alle die Chance haben zu begreifen, welches historische Zeitfenster sich gerade geöffnet hat. In diesem Sinne verbleibe ich mit einem herzlichen Toi, toi, toi. Wieso mache ich denn so? So muss das sein. Baby.